Es ist doch wirklich erstaunlich, dass das Pipi-Kaka-Thema selbst erwachsene Menschen aus der Bahn wirft. Ja. Also jeder hat doch irgendwie Erfahrung mit Exkrementen. Jeder hat doch da irgendwie schon mal in irgendeiner Schultoilette irgendwie reingegriffen und was an die Wand geschmiert. Ja. Und ja, ich weiß auch gar nicht, was es da zu lachen gibt. Aber was ist das? Tja. Ich habe gehört, dass ganz viele Humoristen das Thema ins Programm nehmen, weil es etwas ist, was alle betrifft. Hm. Jeder war schon mal auf der Toilette, jeder hat schon mal die Notdurft verrichtet oder irgendwie da irgendwas erlebt. Hm. Aber es ist trotzdem, oder? Hier ist das Duo Deluxe. Schubert erklärt, Ludwig hakt nach.